Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen und haben so ein paar Video. Spielsachen Ich freue mich, dass ihr gekauft. eingeschaltet habt. Genau, Ich die bin haben in wir meinem jeweils gut Vlog. beschäftigt. Leute, Und ihr dann werden müsst wir in unbedingt. den Tag starten, was frühstücken und mal so ein Warte, bisschen das überlegen, war was wir heute ein machen. Geräusch. Hä? Keine Ahnung, ob man das gerade gehört hat, aber meine Insta-Story ist im Hintergrund abgelaufen mit Ton, obwohl ich gerade ein Video aufnehme. Mega strange. Ich verlinke euch so wie immer natürlich in der Infobox. Julians letztes Video hat einen Vlog gedreht und Leute, dieses Video ist einfach so geil geworden. Ich weiß auch nicht warum, aber ich finde dieses Video einfach so cool. Also schaut es euch unbedingt an. Was habt ihr Wir haben herausgefunden? herausgefunden, dass man, wenn man ganz laut schreit, das Kuscheltier anfängt zu lachen. Echt jetzt? Ja. Ah! Darf ich irgendwie auch mal ausprobieren, Ist Jungs? das Warte, die lustig? Emmy kann das auch. Oh, Ja! wow! Cook and Go Kitchen. Und dann sieht man irgendwo, guck mal hier, Leute, so im Koffer. Oh Gott, ich verfluche dieses Spielzeug. Allein dieses Lachen, was da rauskommt. Ich dachte, man klappt diesen Koffer auf und dann hat man diese Küche, aber nein, hier sind erstmal 1000 Einzelteile und man muss das Gerät erstmal zusammenbauen. Der ist doch völlig irre, der Typ. Machst du gerade ein Thumbnail? Ich bin am Arbeiten. Kannst du mich. Yummy! Wir sind jetzt gerade essen gegangen. Das ist gebackene Wassermelone. Ja, krass, Soll ne? ich das Probier probieren? mal. Oha! Für die Kinder gibt es auf jeden Fall hier Kichererbsennudeln. Was sagst du? Ich liebe die. Du liebst das? Ja. Die Küche kommt auf jeden Fall mega gut an. Wir haben es dann doch geschafft, sie aufzubauen. Und seitdem spielen die Kinder wirklich nur da. Oh, was hast du dem Papa gekocht, Leo? Was hast du dir bestellt? Ein Cocktail. Ja, super. Du, Emmy, kannst du mir vielleicht auch was machen in der Küche? Kaffee. Könntest du mir einen Kaffee zubereiten, Emmy, in der Küche? Kaffee, Kaffee, Kaffee. Dann reicht's aber auch, ne? Julian ist sehr addicted mit den Dingern. Das Bin ist ich das überhaupt nicht mein dritte Friseur? Mal. Mein Friseur. Mach doch noch langsamer. Mein Friseur hat gesagt. Oha, was ist denn da schon wieder rausgekommen? Und? Geht doch. Ja, guck mal ich hier. Ich hätte gerne mal das erste Ding gesehen, was er dir aus der Nase rausgezogen hat. Das war nicht krasser jetzt als das zeig mal hier. Deine Nase. Na, nicht so nah. Ja, sieht gut aus. Wir gehen jetzt Top Golf spielen. Ja? Ja? Der Leo fährt ja mit seinem Auto, allerdings ist es aus dem Teppichboden ein bisschen schwierig. Er wollte es unbedingt mitnehmen, das haben wir immer in Deutschland auch. Wenn wir spazieren gehen, will er immer sein Auto mitnehmen und danach 10 Minuten müssen wir es tragen. Nein, das nehmen wir mit. Wir. Man kann über eine App hier richtig coole Autos mieten, da kann man immer Family Cars sich mieten. Und dann kommen die immer mit einem richtig geilen Kindersitz an, deswegen haben wir jetzt zwei genommen. Genau, dann kommt man hier immer richtig gut von A nach B. Das ist ja hier ein Chauffeurservice. Direkt das nächste Auto wartet auf dich, Leo. Möchte der Herr auf sein Auto umsteigen? Okay, Bibi, erster Schuss. 1. Oh, oh, nicht schlecht. Ja. Oh, der ist sogar reingegangen. Oh, das war auch ein flacher Ball. Boah, krasses Motiv. Pose mal. Mach mal Picci Micci. Schief. Ja, das war sehr schlecht. Rafael hat so krass schlecht gespielt, dass jemand kam und mir jetzt gezeigt hat, wie es wirklich geht. Rafael weiß ja nicht mehr, ob er rechts- oder Linkshänder ist. Heieiei. So, er weiß auf jeden Fall schon, wie der Ball rausgeht. Da drauf. Ja. Ha, genau so. Das ist süß. Boah, wie schön sieht das bitte aus. Eine Tomate. Nein, Mann. Eine Tomate. Hör doch mal auf jetzt. Eine Tomate mit dem Ausblick. Julian und ich sitzen jetzt im Auto. Wir fahren jetzt nochmal zur Dubai Mall. Das ist eigentlich das erste Mal, dass wir zu zweit in diesem, auf dieser Reise was machen, ne? Danke, Rafael. Ja, der Raffi, der passt jetzt gerade auf die Kinder auf. Ein bisschen Raffael auf jeden Fall eine kleine Ja, das machen wir auf jeden Doch, Fall. Der hat ja beim Shooting 14, genau. 14 Stunden auf die Kinder aufgepasst. Richtig, beide. Richtig lieb. Ich habe eine mega schöne Sonnenbrille gefunden, Leute. Die entscheidende Frage. Wir haben sehr spät, genauer gesagt 12:30 nachts.
Ach, hier ist auch noch Eis. Ja. Geil, das habe ich gar nicht gesehen. Oh nee. Ja, ist Eis. Ich wollte nur gucken, ob es kalt ist. Es gab einfach... Ist das warm? Ein warmer, vergoldeter Brownie. Wie geil sieht das bitte aus? Es gab aber auch nur noch den. Das ist korrekt. Es gab nur noch das und ein Croissant ohne alles. Also scheint der allgemein nicht ganz so gut angekommen zu sein. Oh, das ist geil, ja? Sehr lecker. Boah, zieht euch mal bitte diese geile Hose rein. Wie schön sind bitte diese Farben und die sitzt einfach so gut. Ich bin nämlich gerade ein paar Sachen von Gymshark am Anprobieren. Die haben mir ein Paket zukommen lassen. Das ist eine der Hosen. Ich zeige euch jetzt gleich auch nochmal wie so ein Haul ein paar andere Sachen von denen und schreibe euch dann mit der genauen Bezeichnung die Sachen, die ich trage, in die Infobox. Also schaut dann nochmal vorbei. Boah, Leute, ich feiere das gerade alles so krass. Erstmal von dem Set. Die Farbe ist so schön. Die haben sich vor 9 Jahren als Garagenfirma gegründet und mittlerweile gibt es die Produkte einfach in über 180 Ländern. Das muss man sich mal reinziehen. Die haben einfach so eine coole Community. Natürlich ist denen Sport wichtig. Ich meine, das sind ja eigentlich so hauptsächlich Sportklamotten, aber dieser Wohlfühlaspekt ist halt bei allen Sachen gegeben und ich finde, so Sachen kann man halt auch einfach so geil im Alltag als Chill-Outfit zu Hause tragen oder wenn man sich mit Freunden trifft oder keine Ahnung was. Und jetzt eine sehr geile Info für euch alle. Ab morgen beginnt der riesengroße Gymshark Sale. Da sind ausgewählte Produkte und das sind ziemlich viele, bis zu 50% reduziert. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Alles, was ich euch zeige, wird auch im Sale sein. Diese Farben, so krass. Boah, ich finde diese Farbverlaufsachen so geil. Ich wollte euch das jetzt auch nochmal so ein bisschen von weiter weg zeigen. Übrigens, die Stoffe von den Klamotten sind einfach... so bequem, ey. Und zu guter Letzt noch ein All-Black-Outfit. Das hat auch übrigens richtig schöne Details am Rücken. Schaut mal, wie der Rücken hier so ausgeschnitten ist und dann hier mit dem Schriftzug oben und unten am Gummibund. Übrigens habt ihr bei Gymshark immer 90 Tage Rückgaberecht und die versenden immer klimaneutral auslagern innerhalb der EU. Also finde ich auch sehr, sehr cool. Wie gesagt, ich schreibe euch alles in die Infobox. Schaut da sehr gerne mal vorbei und ab morgen 20 Uhr beginnt der große Sale. Ich wünsche euch einen wunderschönen neuen Tag. Wir haben heute sehr spät das Hotelzimmer verlassen. Die Nacht, vor allem der Morgen, war katastrophal mit den Kindern. Die waren einfach so lange wach und dementsprechend sind wir sehr spät aus dem Zimmer rausgekommen. Ich habe jetzt, glaube ich, über 3 Stunden lang immer wieder versucht, einen Slot für so einen Indoor-Spielplatz für die Kinder zu buchen. Aber ich habe es jetzt geschafft, für 1,5 Stunden einen Slot für die Kinder zum Spielen zu buchen. Man hört nichts, ich übersetze, okay? Wir sind gerade durch Zufall an einer kleinen Mall vorbeigekommen. Und die sieht so schön aus. Jetzt filme ich einmal rum. So. Ah, hier, zack. So sieht die aus. Zack. Hast du jetzt nur den Glashimmel gefilmt? Du musst die ganzen schönen Häuser hier filmen. Guck mal, ja, hier mit der Brücke, wie geil. Da ist eine Brücke. Die Emmy wischt gerade Dreck auf den Boden mit deinem Pulli weg. Emmy, mein Pulli. Wir haben uns überlegt, wir möchten jetzt den Kleinen einen Luftballon kaufen. Ich muss wirklich ganz dringend auf Toilette. Oh ja, Mann. I would like to have two. Ja, sieht aber aus, als wäre mein Kopf da drin. So ein Astronaut. Die müssen sich doch... Oh, die Emmy guckt schon da hinten. Echt? Siehst du? Ja, die guckt schon. Oh, wir müssen uns so hinten. Es sieht aus, wenn wir ein bisschen lernen. Ich wurde schon ganz eifersüchtig von anderen Kindern angeschaut. So, da sitzen sie. Da sitzen sie. Guck mal, Leo. Oh, einmal für dich, Emmy. Ein leuchtender Lang. Und einmal für dich, Leo. Was sagt er denn? Bitteschön. Oh, Emmy, oh, das hat sich doch gelohnt. Emmy hat kaputt gemacht. Nein, echt. Oh, ich hätte vielleicht doch diesen Frosch kaufen sollen. Macht das Spaß, Emmy? Macht das Spaß? Was ist? Nein, ist kaputt. Emily. Ui, hier sind ja mega tolle Sachen. Wir machen ein Wettrennen. Wer wird gewinnen? Auf die Plätze, fertig und los. Oh, Papa ist stecken geblieben. Super! Wow! Du bist viel schneller als ich. Ist das süß! Hat jemand den Leo gesehen? Nee.
Boah, es ist voll das Flashback zur Kindheit. Aua. Aua. Mir tut alles weh, ey. Los. Gott. Oh, ich glaube, ich habe meinen Zeh gebrochen. Wirklich, jetzt? Das tut übel weh. Jetzt mal ernsthaft. Klappt das, weil die müssen das nachher sonst aufschneiden. Nein! Also ich glaube, du kommst nicht mehr raus. Wirklich also, nicht? Nee, glaub ich nicht. Du stehst ja jetzt schon fest. Ich glaube wirklich, du kommst nicht mehr raus, Julian. Lass das. Boah, das war so ein Krampf bis hierhin. Ja, kann doch schwerer werden. Ich bin richtig am... Warum? Was wird denn schwerer? Das war nur der Eingang, Junge. Wenn da wie das aussieht. Gibt es hier irgendwie so ein Maximalgewicht? Also, mein Finger hängt fest. Wirklich? Alter, da kommt der niemals raus. Schau mal, du kommst da nicht raus. Du kommst da wirklich nicht raus. Das geht doch anatomisch gar nicht. Anatomisch. Leo? Ja? Sollen wir für den Onkel Raffi eine Überraschung kaufen? Ja, ein großer Riegel. Wonach soll der schmecken? Schokolade? Ja, bestimmt, das ist eine ne? gute Idee. Und noch irgendwas anderes? Genug. Wir haben ein mega lustiges Spiel. Bibi muss uns ein High-Pfeifen. Geht nicht. Oh, der Mann passt. Oh, ups. Ziemlich peinlich. Jo, wir suchen jetzt für den Onkel Raffi was aus. Das hier? Das hier, wo? Das. Okay. Das hier? Achso, das möchtest du? Ja. Oh, ich weiß nicht. Wir können da drin die Süßigkeiten tragen. Okay. Das, also das nicht? Doch. Doch auch. Okay. Oh. Das hier? Ja. Ein Stift. Okay. Wie sieht's hiermit aus, Leo? Das ist auch von Onkel Raffi. Ja. Noch irgendwas haben oder ist gut so, Leo? Gut so, alles klar. Leo, du hast petzt du gerade. Hier, Leo, dann gib dem Onkel Raffi das mal. Ein ganz starker Leo. Ein ganz starker Leo, bist du? Dann bring dem Onkel Raffi das mal. Fast rennt er sofort rein und petzt. Ja, wir dir was kaufen. Genau, der ist direkt zu mir gerannt. Was ist das denn alles her? Oh, wir haben den Korb gekauft. Ich dachte, das wäre der Transportkorb. Habe ich auch gedacht. Ja, dann haben wir einen Korb jetzt. Oh, der Leo hat alles für dich rausgenommen, aber der Leo hat eben was ganz anderes gesagt. Er hat irgendwie gesagt, dass er ein toller Patenonkel ist, oder? Mhm. Irgendwie so. Wirklich? Hat er gesagt, ja. Ja. Oh, danke schön, Leo. Ein guter Onkel oder so, ja, hat er gesagt. Und dass du immer lieb bist. Und dass du immer lieb bist. Schokolade? Ja. Damit nicht Gas. Ganz schön viel. Ist sie noch zu jung dafür? Ja. Ein kleines Stück vielleicht. Ein ganz kleines Stück darf die Emmy, Joscha, oder? Willst du das der Emmy mal geben? Boah, da freut sie sich aber. Ja. Papa auch. Darf der Papa das Stück haben? Danke. Leo, darfst du denn eigentlich auch schon Schokolade haben? Mhm. Sicher? Ist so groß. Okay, dann kriegst du auch das große Stück. Ja, und noch was für dich. Seid ihr verrückt? Nein. Das ist unangenehm. Lass mal gucken. Lass mal meine Hände abtrocknen. Unboxing! Ist das Unterhose? Ja! Ja. Jetzt sieht jeder Raphaels Unterhose. Das sind ja sogar zwei Stück. Ja, ganz kurz möchte ich nicht in meinem Video haben, wie der die jetzt anprobiert. Ach so. Boah, ihr seid. Nein, wir haben jetzt wirklich genug Schokolade gegessen. Das aufmachen. Nee. Alter, ist das geil. Das ist echt schön. Das ist mega. Das ist die neue Collection. Boah, ich liebe so ein Backprint. Geht klar. Das passt doch, so richtig. Das ist doch mega. Der Flexerboy. So, weiter jetzt hier. Die Zähne ist leicht, es wird zu lang. Ja, da komme ich jetzt gar nicht drauf. Das ist halt, ne? Als ob du es nicht weißt, das sieht man doch jetzt. Gürtel, schon. Ne? Ja. Boah, das ist geil. Überraschung! Sieht aber cool aus. Hä, hey, also der sieht mega cool aus. Ich würde eine größer nehmen. Dann musst du den nochmal umtauschen. Hey, also so finde ich ihn perfekt. Gefällt dir die überhaupt von der Schnalle? Sehr geil. Ich will auch mal den Spiegel nochmal angucken. Okay, wir möchten Onkel Raffis Reaktion filmen. Kannst du die Kamera halten? Okay. Ich mach mal sicher. Oh, Leo, dein Finger. Das ist perfekt, Leo. Guck mal, jetzt ist dein Finger vor der Linse. Du musst das so halten, ja? Auspacken! Das ist wirklich gerade krasser als Weihnachten für mich hier, ne? 2, 1. Bam. Ich hab schon wieder keinen blassen Schimmer. Was ist das? Er ist noch eingepackt. Ach so, okay. Eingepackt. Und was ist das? Geil, das ist so. Jetzt hat er los, Mann. Der sieht mega aus, oder?
Leo, darf ich damit auch mal spielen? Darf ich mir den mal anschauen? Okay. Und noch einer. Boah, ist der cool. Mega geil, das war's. Heute ist es ein richtig krasses Überraschungsvideo. Mhm. Wo ist meine Überraschung eigentlich? Was hast da du? Kommt deine Überraschung. Oh. Die Bibi hat mich tatsächlich überrascht. Also wirklich das reinste Überraschungsvideo heute, ne? Und hat wirklich noch einen Platz heute Abend im Steakhouse hier reserviert gehabt. Wie schön ist das hier, bitte? Schau dir mal die Messer hier an. Das ist das Buttermesser. Oha. Und das ist ein Messer, was nicht für die Emmy ist. Boah. Zack, hier auch, Bibi? Ja, bitte. Zack. Ja, eigentlich schon, aber... Da ist die neben dir. I would like to start order for the kids. Wow. Was ein riesen Eisklotz. Hier ist die zweite Schokokugel, die wir haben, Schokoei. Und die Bibi hat sich das erste Mal, ich habe die erste mit meinem Kopf zertrümmert und dann haben wir die gegessen. Warte, ich blende das hier mal an der Seite jetzt ein. Es läuft ja gerade die Einblendung. Ah! Und die Bibi hat es sogar lustig gemacht, meinte, wäre mega easy, ist doch nur Schokolade. Du willst es aber auch, ne? Es tat richtig weh. Du wirst vielleicht doch nicht. Du hast dich lustig gemacht über mich. Du meintest, jeder kann Schokolade mit seinem Kopf aufknacken. Oh Gott, jetzt die Eltern. Oh nein, hast du nicht gemacht. Mhm. Das hast du nicht gemacht. Ja, soll ich mal kurz aufknacken? Ich will es einmal probieren, meine Ehre. Bibi, deine Ehre hast du gerade verloren. Du kniest auf dem Boden. Raphael. Also willst du die Kokosnuss? Probier du. Aber ich will die auch zerknacken, Mann. Das ist die letzte, die wir haben. Wir haben halt Kopfschmerzen. Oh, scheiße, ich glaube, ich hab's nicht drauf. Mann, das wollte ich machen. Junge, du blutest am Kopf. Zeig mal. Ich glaube, ich bin ohnmächtig. Nein, dein Pickel ist aufgeplatzt. Was ist das? Ist die lauter Punkte irgendwie? Nein, warte, du hast wirklich eine Platzwunde. War das? Also, war wirklich im Spiegel, du blutest. Ich mach nie wieder mit bei euren Videos. Leute, damit beenden wir jetzt dieses Video. Oh, war ja mal. Ihr probiert doch jetzt mal die Schokolade. Ich komme da das Blut dran. Schaut einfach in die Infobox, da habe ich euch unseren neuen Podcast verlinkt, der heute online gegangen ist. Julians letztes Video seht ihr da und noch vieles mehr. Ja, tschüss. Neuer Podcast, also hi, schon. Hast du schon. Okay, tschüss.